Ihre Kontributionen erneut, nur mit einer kleinen Introduktion, die aber vielleicht 20 Minuten oder ein bisschen mehr, ich nicht genau getimt, dauert, dann schreibe ich vielleicht mir den, die kleinen Resümee, den ich angeblendet habe, um ein zu gucken. Da steht auf Plötzburgisch und auf Französisch. Da gesagt ich dann ein bisschen drin, wie ich mir vorgestellt tun, vier zu gehen. Das ist ein bisschen historisch. Das ist einfach ein bisschen so am Verlauf von der Geschichte. Wie hat sich das Bild vom Verhältnis von den Menschen zur Natur verändert an der Philosophie, an der Ökonomie und so weiter und so fort. Das ist die Punkte, die tauchen also los ab. Also das ist ein unglaublich vastes Thema, das ich nicht kann auch schon von Kompetenz hier komplett erfassen. Natur hat so viel inne, die Begriffe lang hat so viele verschiedene Bedeutungen. Das Bild von der Natur ändert sich am Lauf von der Geschichte an, unterscheidet sich natürlich zwischen den Kulturen. Die Indigenen am Amazonas von einer Konzeption von der Natur, wie mehr hier an Westeuropa, das ist nicht an einer kurzen Zeit zu empfassen. Soll ich just darunter denken, dass das Bild von der Natur mit der Geschichte verändert wird, und das ist nicht die Einsicht, als wenn der neue Kappers, dass es auch andere gibt. Ich fühle mich also, wie gesagt, auf den sogenannten westlichen Zivilisationskreis beschränkt. Für alle Menschen war Natur lange Zeit und eigentlich haut immer noch ein teilweise schrecklich Bedrohung und gleichzeitig hier Lebensgrundlage. Also unsere Natur mal lange Zeit mit allerlei Geister und Götter bevölkert, diese so haben sie jedenfalls gemengt. Mit allerlei Riten und Zauberformeln könnten besänftigen oder im Hölle rufen. Natur als Ganz könnt du lange Zeit kaum an den Blick, das heißt, sind einzel sakral hellige Phänomene an der Natur, einzel Geschichten, ein heiliger Baum, ein heiliger Fluss, der Gott von der Sonne und so weiter, oder ein Totem, und da muss ich dann aufpassen. Oder ein Totem. Also ein Beispiel aus dem Totemismus. Ein Totem, der das meistens ein Tier, oft personifiziert Tier, und das wird verbunden mit der Origin und mit dem Zusammenhalt von einem Stamm. Durchgestellt wird dann eine herrliche Skulptur, das wird dann verschiedene Kulturen, nicht an allen dazu. Rundherum die Skulptur, die dann Riten organisiert. So ein Totem und so Rituale kann ihn also auch lesen als ein Zeichen für den Zusammenhang zwischen Mensch und Natur. Man kann ihn nicht auch lesen, schon als ein Versuch, Natur zu beherrschen. Da ob ein speziell Adderweis. Natur als Ganz, also nicht nur ein Einzelfenomen oder Geschichten, könnte eigentlich leicht mit den monotheistischen Religionen anbilden. So wie es nur ein Gott, so geht es auch nur ein Natur als Ganz. Und die einzelheidnischen Götter und Geister, die müssen aus der Natur verdrieben gehen. Aber Natur ist aber auch eine Schöpfung von Gott. Dafür behält sie auch ihren sakralen Charakter als Ganz. Und doch, trotzdem sakralen Charakter, kriegt der Mensch auch den Auftrag von seiner monotheistischen Religion, sich die Natur zu seinen Gunsten zu unterwerfen. Wir haben am Fungel also immer die remarkable Verbindung zwischen einem hellischen Respekt für unsere Natur, an einem Willen oder einer Notwendigkeit, sie meistern zu gehen. Dadurch steht an der Bibel, an Alten Testament, auf den ersten Seiten vom Alten Testament, und du gesiedert, vermehrt euch und unterwerft euch
Natur, an alles, was zur Natur gehört, also die Aufforderung, sich Natur zugunsten zu unterwerfen, auch an den monotheistischen Religionen. Wenn wir zur Neuzeit übergehen, das heißt dann also nur Mittelalter, Neuzeit, la Modernité am Fungal, da schwimmt immer mehr der sakrale Charakter von der Natur. Aber die Aufgabe, sie sich zu unterwerfen, regelte so mehr an den Vordergrund. Wissen als Murcht, sieht den englischen Philosoph Francis Bacon, Anfang vom 17. Jahrhundert, mit Hilfe von der experimentellen Wissenschaft sollen wir Naturgesetze kennenlernen, die Natur können zu beherrschen. Später hieß es bei der Frankfurter Schule, die kommen nicht nach zurück, also will ich nur das erklären. Beim Bacon wäre das Verhältnis, wo hat eine Sekunde nicht gelebt. Beim Bacon, wäre das Verhältnis zwischen Mensch und Natur sowie patriarchalisch Bestürtnis, wo dem Pap oder dem Mann Verstand über die Frau Natur geht herrschen. Der Verstand soll über die entzauberten Naturgebieten sowie an einer sogenannten glücklichen Ehe der Mann über die Frau. Ganz ähnlich wie den Bacon dann, aber zur selben Zeit, der französische Philosoph René Descartes, den zu Recht als einer von den Hauptbegründern von der modernen Philosophie betrücht wird. Beim Descartes gehen Seele und Körper strikt voneinander getrennt. Der Mensch allein hat eine Seele, mit sein Körper als wie der ganze Rest von der Natur, also gehört zur Natur, anders wie der ganze Rest von der Natur, rein materiell. Natur funktioniert wie eine Maschine. Auch deren sind ein Teil von der unbeseelten materiellen Natur. Sie nehmen Maschinen, Animo-Maschinen, sieht in der Karte, wie mechanisch Puppen. Also wenn da ihm und der Schwanz zieht an die Scheiße, dann ist das dasselbe, wie an der eine Puppe umdreht und sie lässt ein Laut von sich kommen. Das ist also nichts mit Seele an der ganzen nicht-menschlichen Natur. Und da sieht man am Platz, und das gehört direkt dazu, die Philosophie, die bislang gemacht hat, die war eigentlich rein spekulativ. Aber was wir brauchen, das ist eigentlich eine praktisch nützliche Philosophie, une pratique. Wir sollen, und da sind wir direkt nur beim Bacon dabei, das ist der Logik, wir sollen Gesetze von der Natur kennenlernen, für uns zu Meisteren, Besitzer, Maître und Possesseur von der Natur zu machen. Gerade heute wird der Satz von Descartes oft zitiert, eben als seine Kritik und der falscher Ideologie von einer Beherrschung von der Natur. Natur ist dann etwas reinkommt, das sind immer beim Descartes so, das bleibt nur. Natur ist dann etwas rein Quantitatives. Alles lässt sich Mosen errechnen. Wissenschaft von der Quantität ist Mathematik. Mathematik ist die Königin von der Wissenschaft. Sie hilft uns, Gesetze von der Natur zu erkennen und sie für uns Zwecke zu beherrschen. Natur wird also quantifiziert, zu reinen Quantitäten gemacht. Alles, was Qualität wäre, darüber kommen wir mal kurz zurück, alles, was Qualität wäre, gerät an den Hintergrund oder wird am Fond geholt, aufgeschnitten. Und da kommen wir mal bei Nom der Karte, bei dem Zeitalter von der Aufklärung, dadurch sind Jahrhundert von der Aufklärung, Siècle des Lumières. Das war eigentlich, kann ich so in die fortschrittliche Philosophie von der absteigenden Bourgeoisie
ob man es theoretisch eine Philosophie von der Befreiung, von der Emanzipation vom Mensch. Der Mensch soll sich weder dem Kinnig, nach Gott, nach der Natur unterwerfen. Und darum geht es weiter, aus der Angst vor der Natur soll Herrschaft über die Natur gehen. Das wäre Voraussetzung von der menschlichen Freiheit. Eben nicht, sagte Marx, ein gut Jahrhundert mehr spät. Eben nicht. Am Zentrum von seinen Reflexionen steht Dörbischt. Dörbischt als gesellschaftliche Praxis, also nicht individuelle Länge, als gesellschaftliche Praxis. Am Dörbischt sieht man also Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, ein Stoffwechsel. Das heißt, so wie an unserem Körper mit dem Stoffwechsel als Nahrung zu Muskeln umgewandelt wird, so wird bei der Dörbischt Natur umgewandelt an nützliche Produkte, Gebrauchswerte, als einem Baum wird ein Dusch. Aber bei dem Stoffwechsel, und da das dann komplett ähnlich wie die kartesianische Descartes-Auffassung, Aufklärungsauffassung für drin, bei dem Stoffwechsel agieren nicht zwei Fremdwesen, miteinander, Mensch auf der einen Seite, Natur auf der anderen Seite, vollständig fremd, eh parapol zum anderen. Der Mensch gehört nämlich selber zur Natur. Da habe ich das also eigentlich ein Prozess zwischen der menschlichen Natur und der nichtmenschlichen Natur, die eng zusammenhängen. An dem Prozess ist die Quelle von allen Gebrauchswerten. Also von allem können die so einen nützlichen Reichtum. Natur sieht als am Fungol wie der Mensch seinen eigenen Körper, mit dem er ständig am Prozess als aus dem Prozess die Gebrauchswerte auf hier gehen. Und da habe ich das auch nicht anders wie eine Äußerung von einer Naturkraft, nämlich der menschlichen Werbungskraft. Das ist also mal etwas komplett anders wie die strikte Trennung von Körper und Seele, wie sie für drin an der Neuzeit quasi als Dogma akzeptiert war. Mit der Logik vom Kapital geschieht aber nach etwas ganz anders, dass die ökonomische Ausbeutung von der Natur kriegt tatsächlich ganz neue Dimensionen. Für den Kapitalbesitzer, haut so mal mich schön den Investisseur, das klingt besser, zählt man den praktischen Nutzen, also den Gebrauchswert vom Dusch, das zählt, dass das bei der Produktion an dem Markt für sich rausschlägt, für sein Kapital zu erheben. Das nennt den Akkumulation, Erhebung vom Kapital. Den Dusch zählt also für und allem für ihn als Tauschwert. Vereinfacht also Marktwert. Warten um Markt, nur der Produktion, warten um Markt dann realisiert. Aber dann, wenn das so was man Dusch, dann zählt auch der Baum, aus dem er gemacht ist, für und allem als Tauschwert. Also Natur, Gott, vom Gebrauchswert zum Tauschwert. Und dann mal zum Objekt von der Kapitalverwertung. Er geht also um Qualität vom Gebrauchswert. Qualität, denn das, der für etwas gut ist, Qualität, wird verdrängt von der Qualität vom Tauschwert, denn das, den etwas wert ist, also frick wert ist, ob einem Wert. Bourgeoisie hat zwar Geister aus der Natur verdriffen, sie hat Naturidolatrie überwunden, schreibt Marx. Aber gleichzeitig wird die Natur auf Rängen Nutzen reduziert. Utilitarismus nennt den das von Util. Und Nutzen, der Nutzen für die Bourgeoisie, also eben immer nimmer
dass der Akkumulation vom Kapital denkt. Also so fallen Mensch an Natur der selbste Ausbeutungslogik zum Affer vom Derbicht, also der Stoffwechsel zwischen Mensch an Natur, der kapitalistischen Verwertungslogik in der Wurf gehen, gehen sie alle beide ugegraf. Da man da ergrifft, der Kapitalismus, die zwei Sourcen vom gesellschaftlichen Reichtum wieder gesit, was den Marx nennt, die zwei Springquellen alles Reichtums untergräbt, die Erde, also Natur und den Arbeiter. Ich sprang in den 20. Jahrhundert von der sogenannten Frankfurter Schule, dass sie nimmt wie Adorno, Horkheimer, die eigentlich mengenischem und Aktualität gewonnen. Sie haben an der sogenannten kritischen Theorie, die auch noch immer weiterentwickelt wird, und sie eigentlich die Analyse von Marx auf ein kritisch-konstruktiv oder weiß weiterentwickelt. Ein Teil von der kritischen Theorie riecht sich ausdrücklich auch auf ein kritisch-konstruktiv oder weiß gegen oder ob Aufklärung. Der haben wir ja gesehen, die allgemein verstanden ging als Demuls, als eine Bewegung von der Freiheit und von der Emanzipation. An einer Schrift von 1947, das ist also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, Dialektik der Aufklärung, heißt Schrift, kritisieren sie bei der Aufklärung eben just die angebliche Verbindung von Naturbeherrschung an Emanzipation. Weil, sagen sie, und das hat Marx schon gesagt, weil, sagen sie, die Herrschaft über die Natur verbunden wäre mit der Herrschaft über den Mensch. Weil am Zeitalter von der Bourgeoisie sowohl Natur wie Mensch immer nehmen als Instrument, als Mittel, Gesinn und behandelt dürfen für ökonomisch oder sogar militärisch Zwecke bis hin zum Faschismus an der Atombombe. Bis hin zum Faschismus, mit denen sie sich auseinandergesetzt haben, an exiliert, zwar größtenteils Juden übrigens, bis hin zum Faschismus und zur Atombombe, an der abgeklärten Welt, an der vollends abgeklärten, durchgewissenschaftlichten Welt, strahlt dann ein triumphales Unheil. Das Strahlen ist offensichtlich eine Ausspielung auf die Atombombe. Und die Atombombe ist ja auch ein offensichtliches Beispiel dafür, wie Wissenschaft und Technik, also Beherrschung von der Natur, eine destruktive Wirkung entfalten können oder besser, für eine destruktive Absicht können, instrumentalisiert zu gehen. Und zu dem Unheil gehört ja auch, und das geben sie heute wahrscheinlich auch zitieren, haut sichtbar den Klimawandel, also als Resultat von einer Instrumentalisierung von der Wissenschaft für ökonomische Zwecke und durch die Destruktion von unserer Umwelt. An der Gesellschaft, an der wir leben, ist also die Herrschaft über die Natur eben nicht verbunden mit der Befreiung vom Mensch, sondern mit der Herrschaft auch über den Mensch. So wie der Mensch auf seine Arbeitskraft reduziert wird, so der Baum auf seine Verwertbarkeit. Beiden gehen so wichtig Aspekte von ihrer Existenz weggeholt und gehen verloren. Oder vergiss. Was für Dimensionen du weggeholt, gebe ich gerne eher Reflexion überlassen. Was von der Natur bleibt, wenn wir weglassen, pardon, wenn wir aufschneiden, wenn man nicht mehr an Verwertbarkeit denken. Ich meine, ich bin zufrieden, wenn durch den Busch geht, hat schon ein Gefühl dafür, was das andere Sachen sind, was das kann von Erlebnis sein, von Schönheit, was an der Kunst und an der Literatur thematisiert wird, als Aspekte von der Natur, die nichts mit der Verwertbarkeit zu tun haben.
Und da will ich aufschließen mit zwei Punkten zu dem Thema Natur und Ideologie. Zwei Punkte aber, die auch zusammenhängen. Den ersten, am 19. Jahrhundert schon, könnte den konservativ bis reaktionär Bewegung, die sich auf Natur berieft. Eine Ideologie von einer idealisierten Natur, einer sogenannten unberührten Natur, die es nie gab, gegen industrielle Fortschritt, Urbanisierung, Migration vom Land an Staat. Ich habe nicht gesagt, den industriellen Fortschritt werden zu kritisieren. Aber es gibt reaktionäre Bewegungen gegen den industriellen Fortschritt. Die Menge, sie könnten Geschichte zurückdrehen, am Platz nur vier kommen. Eine Bewegung, die am Laufe der Zeit auch immer mehr fremdenfeindlich und rassistisch sich kriegt. So wie man die, was geht es noch immer dazu, gell? Das geht nicht immer im 19. Jahrhundert, das geht es noch immer, die ideologischen Richtungen. So wie man die, auch zu Lützeburg. So wie man die angeblich unberührte Natur muss erhalten oder erempfangen, so muss man auch als Volksgemeinschaften propagieren von all Überfremdung. Und es gibt eine Reihe von reaktionären Schriften, wo der Vergleich ausdrücklich gezogen wird. Natürlich wurde der Vergleich zwischen Fremden, die hier hinkommen, gemerkt mit Lebewesen, Pflanzen oder Tieren, die hier abwandern, die dann invasiv genannt werden, aber beides muss ihn probieren zu verhindern. Der Ursprung der rechten Ideologie natürlich am Faschismus, vor allem bei den Nazien, Juden als Fremdkörper, Juden als Schädlinge müssen eliminiert werden. Das ist also den E-Punkt zur Natur als Ideologie. An den zweiten, das ist den, dass Natur oft missbraucht wird, für gesellschaftliche Verhältnisse zu rechtfertigen. Natürlich geht etwas als natürlich durchgestellt, für zu sagen, es wäre nicht ernst möglich. Frauen und Männer wären von Natur aus zu bestimmten Rollen prädestiniert. Homosexualität wäre gegen Natur. Rassen von Natur aus ungleich. Kapitalismus gäbe, wie ewig Naturgesetze funktionieren. Privateigentum gäbe einem natürlichen Trieb entsprechen. Soziale Ungleichheit, Besitz, Reichtum und Pouvoir wären das Resultat von einer natürlichen Selektion, das du nicht nach an der Schule lehren, bei Kollegen. Wären das Resultat von einer natürlichen Selektion, wo eben die Besten, die überleben, an die Uhr kommen, so wie das ja an der Natur anscheinend nun Darwin auch der Fall wäre, das nennen dann Sozialdarwinismus an eng. Perverse Aufwendung vom Darwinismus auf soziale Verhältnisse, die nicht akzeptabel ist. Auf die Art und Weise kann in sich natürlich langsam die historische Entwicklung von den sozialen Verhältnissen drücken, an all Willen für eine Alternativentwicklung am ideologischen Dampf von der sogenannten Naturhaftigkeit erstecken. Wir haben drin gehört, dann hat das der Schluss, wo man Natur auf ihre Verwertbarkeit reduzieren, schneiden wir wichtig Dimensionen weg. Dafür will ich aufschließen mit einem kleinen Text von Bertolt Brecht, Essingen Geschichten vom Herrn Keuner, den ich hier abblende. Wo den Herr Keuner gefragt wird, wie dann sein Verhältnis zur Natur wäre. Und da sieht man, gif gern heinst du rausgehen und sich Bäm angucken. Und in dieser Gesellschaftsordnung wäre es ja so, dass nicht nur Bäm, sondern auch die Menschen nicht mehr als Gebrauchsgegenstände geben zielen. Und dafür gebe ich gern, ob manst mal ein Bäm angucken, nicht mit dem Arm vom Schreiner, sondern als etwas, was selbstständig wäre, was von mir aufgesehen wird, nicht aus dem Verwertbarkeit denkt. Und da seht ihr, da gebe ich so gehofft, dass ich so gut
de für den Schreiner de Baum etwas unsich hat, was er nicht verwerten kann, das heißt, Asuren umsetzen. Ich so nicht, merci.